Hallo ihr Lieben, heute dreht sich alles um Kaffee. Ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen dekoriert. Und zwar gibt es heute Ingwer-Kaffee, das ist ein Gewürzkaffee. Richtig, richtig lecker und mal was anderes. Man kann Kaffee mit vielerlei Gewürzen verfeinern, mit Zimt, mit Kardamom, sogar mit Pfeffer oder Chili. Und ich zeige euch heute, wie man einen Ingwer-Kaffee zubereitet. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier so eine kleine Reibe und habe mir schon ein kleines Stückchen Ingwer abgeschnitten. Damit werde ich jetzt mir ein paar Ingwerstreifen reiben. Frisch macht man das natürlich. Ungefähr so eine 5 mm Scheibe. Das reicht für 2 bis 4 Tassen vollkommen aus. Das ist, wenn man sich das jetzt hier anguckt in dem Schälchen, wirklich nicht viel Ingwer. Aber frischer Ingwer ist wirklich zu empfehlen. Der hat einfach wesentlich mehr Aroma. Ich brühe meinen Kaffee immer frisch auf durch einen normalen Kaffeefilter. Und als Tipp, wenn ihr mit einem Kaffeefilter aufbrüht, dann gebt einmal, bevor ihr das Kaffeepulver reintut, in die Filtertüte heißes Wasser und spült sie quasi aus. Dann ist so dieser muffige Papiergeschmack weg, den man manchmal hat. Und der Kaffee schmeckt einfach viel, viel intensiver. Das mache ich jetzt auch. Jetzt dekoriere ich mal so ein bisschen um. Wenn man Kaffee selber aufgießt durch einen Kaffeefilter in die Kanne direkt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kanne auch vorher mit kochendem Wasser, also ungefähr 96 Grad, ausgespült ist, beziehungsweise man lässt das Wasser so lange drin, bis die nächste Fuhre Wasser, die man braucht zum Kaffeekochen, auch heiß ist. Dann hat die Kanne eine richtige Temperatur. Das ist einfach wesentlich besser fürs Aroma. Das Ingwerpulver, beziehungsweise den, Pulver ist es ja nicht. Die Ingwerstückchen, die gebe ich jetzt als erstes in den Kaffeefilter, dass die unten drin sind. Und als dann kommt frisch gemahlener Kaffee aus meiner Kaffeemühle dazu. Das Kaffeepulver ist einfach richtig toll. 4 Teelöffel Kaffeepulver, 4 gehäufte Teelöffel Kaffeepulver dazu. Das sind für 2 Tassen a 200 Milliliter Kaffee ungefähr, wenn man es in Gramm umrechnet, 30 Gramm Kaffeepulver, falls ihr es abwiegen wollt. Jetzt wird aufgegossen und zwar gießt man in Schwall Technik auf, das heißt, man gießt erst ein bisschen auf, lässt sich das Aroma entfalten und gießt dann die Menge laufend nach, bis die gewünschte Menge Kaffee durchgelaufen ist. Eigentlich ist das gar nicht schwer. Ich meine, heißes Wasser kochen, durch den Filter gießen. Beim Mahlen gibt es verschiedene Mahlgrade. Das erzähle ich euch mal in einem anderen Video, was so die Unterschiede sind für, von der Mahlung her, für Mokka, für Espresso. Und dann erzähle ich euch auch noch ein bisschen was zu den Mengen, die man so braucht, damit man immer eine gleichbleibende Kaffeequalität hat. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ich habe das einigermaßen im Gefühl, ich kenne meine Löffel, ich habe das mal ausgewogen, wie viel Kaffeepulver denn auf meinen Löffel drauf geht. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt lieber eine Küchenwaage, dann habt ihr das ganz genau. Das passt dann auf jeden Fall. Ja, wenn der Kaffee jetzt dann durchgelaufen ist, der richtig toll aromatisierte Ingwer-Kaffee,
Den könnt ihr am besten mit ja, 1-2 Teelöffel Honig und eventuell mit etwas Sahne, wenn ihr mögt, genießen. Das ist einfach ja, ein purer Kaffeegenuss, mal was anderes. Und ich hoffe, der Kaffee schmeckt euch genauso gut, wie er mir schmeckt. Und wir sehen uns dann vielleicht bei einem der nächsten Videos schon wieder. Das würde mich freuen. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und genieße jetzt meinen Kaffee. Einfach toll. Ja, ihr habt gesehen, Kaffee kochen ist gar nicht schwer.